Gestern ja, ich habe schon erwähnt, verrücktes. Aber jetzt schauen wir uns Ribéry an. Ribéry alleine vor Huber. Und da ist das 1:0 für den FC Bayern in der 34. Minute. Ein typischer Ribéry. Klasse durchgesetzt. Den Torwart noch umspielt. Und locker eingeschoben. Die sicherlich verdiente Führung für den FC Bayern. Weiter Pass und den kann dann Winterling nicht entscheidend klären. Dann setzt sich Ribéry gegen Rebitzer durch und lässt auch Huber keine Chance im Spiel gehen und schiebt ein zum 1:0. Schönes Tor des Musius. Er, wie gesagt, richtig heiß auf die neue Saison. Ballbesitz ist jetzt in den letzten Minuten gefühlt auf etwa 80% gestiegen. Wieder Ribéry und Alaba. Und Alaba mit einem Hammer unter die Latte. Das 2:0 in der 39. Minute. Jetzt flutscht es ein bisschen besser bei den Bayern. Und jetzt geht es auch in diese Regionen, die man eigentlich vorher erwartet hat. Das 2:0 in der 39. Minute. Schöner Treffer. Vorbereitet zunächst von Hägler über Ribéry. Und dann ein satter Schuss mit dem starken linken Fuß von Österreichs Spieler des Jahres, David Alaba, direkt unter die Latte und Huber. Klare Geschichte. Und schnell ausgeführt, schön gemacht von Hägler. Und da ist das 3:0. Das war wirklich klasse gemacht. Sofort ausgeführt, der Freistoß. Und Daniel Hägler macht das schön. Zieht die Kugel ins lange Eck, keine Chance für Michael Förster in der 79. Minute. Also das 3:0 für den FC Bayern, nachdem die Partie jetzt lange dahin geplätschert ist. Mal wieder ein Ausrufezeichen, schön gemacht von den Youngsters. Klug von Friedl, der da sofort gesehen hat, dass Hägler freisteht, dass die Spielerdefensive dann nicht ganz sortiert ist. Und schon klingelt es im Kasten der Hausherren.